Hi Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge Anime Aktuell. Dieses Mal geht es um ein paar Tweets von Kubo und um die neueste Staffel von Dragon Ball Super. Ohne jetzt groß drum herum zu reden, würde ich doch einfach mal sagen, dass wir mit der Story von Kubo anfangen. Bleach endete vor knapp 3 Monaten. Spekulationen über das letzte Kapitel wurden rausgebracht. Dass die letzte Arc ein wenig gerusht war, ist klar. Ein wenig ist gut, die war schon ziemlich krass gerusht. Jedoch gab es auch bei dem letzten Kapitel einen großen Aufstand von Fans. Warum, fragt ihr euch? Nun, weil Ichigo nicht mit Rukia zusammenkam. Ja, logisch. Rukia ist ja nur knapp so um die 70 Jahre alt, wenn ich noch recht in Erinnerung habe. Aber klar, wird perfekt passen. Nun, wenn man den Kubo auf Twitter followt, so erfährt man nun einiges mehr. Weil das ist jetzt die einzige Quelle für Bleach-Content. Weil der Manga ist vorbei, der Anime wird wahrscheinlich nicht weitergeführt, also ist er wohl die einzige Quelle. Er bedankt sich dort natürlich bei seinen Fans, doch auch veröffentlicht er dort diese Story, die einen schon mitnehmen kann. Er schreibt, dass er es geschafft hat, das letzte Bleach-Kapitel exakt nach seinen Wünschen zu schreiben, wie er es sich schon seit Kapitel 1 vorgestellt hatte. Dies verdankt er natürlich seinen Lesern, aber am meisten verdankt er es den Lesern, die ihn mit Fanposts quasi bombardiert haben. Er hat von denen ja tausende von Fanposts erhalten. Ob nun von einem 3 Jahre alten Jungen oder von einer 78 Jahre alten Frau. Es war alles dabei. Er hat jeden einzelnen Brief gelesen und jeden Brief aufbewahrt. Immer wenn er sich scheiße gefühlt hat und kurz vor dem Quitten war, so erinnert er sich immer an die Fanpost. Und diese hat ihm dann weitergeholfen. Nach dem 10. Jubiläum der Bleach-Veröffentlichung, also um circa 2011, verschlechterte sich Kubos Gesundheit immens. Der Arzt sagte ihm, es sei ja nur eine leichte Erkältung und dass diese nach 1 oder 2 Tagen schon wieder weggehen würde. Doch dem war nicht so. Immer wenn er sich irgendwie ein wenig besser gefühlt hat und dachte, dass es wieder geht, kam sie wieder. Es schien einfach nicht aufzuhören. Er hatte das Gefühl, dass er als Mangaka versagt hat. Ein wahrer Mangaka bringt ja schließlich Qualitätsmanga in einer gesetzten Zeit raus. Zumindest in seinen Augen. Und an Qualität fehlte es wirklich nie in Bleach. Höhere Qualität findet man wirklich in Manga kaum. Er hat sich wirklich mies gefühlt und hat sich andauernd gefragt, ob er nicht einfach aufhören sollte. Einfach loslassen und den Manga vergessen. Jedoch war der Manga zu dem Zeitpunkt erst zur Hälfte beendet. Also sollte er noch bis circa 2021 gehen. Dass das nicht der Fall war, ist klar und weiß wohl jetzt jeder. Dazu aber im nächsten Video mehr. Also war die Frage natürlich groß für ihn. Soll er es beenden? Wenn ja, wie? Also er hat tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, einfach aufzuhören. Beziehungsweise extrem schnell ein Ende zu finden, weil es ihm einfach immer und immer schlechter ging. Eines Tages bekam er aber Post von einem Fan, ohne dass der Name oder die Adresse drauf stand. Der Brief kam von einem kranken Jungen, welcher bettlägerig war. Jegliche medizinische Eingriffe bei diesem Jungen schienen einfach nicht mehr zu wirken. Darum wusste er auch genau, dass er innerhalb von 18 Monaten sterben würde. Dieser Junge konnte in nichts mehr Freude finden. Immer wenn er zum Beispiel Fernsehen gucken wollte oder was zocken wollte, würde es ihn einfach nur an seine Vergangenheit erinnern, an seine Freunde, an Spaß und das baut ihn nun wirklich nicht sonderlich auf. Also hat er Mangas für sich entdeckt und dabei ist er auch auf Bleach gestoßen. Er hat schon ein paar Manga vor Bleach gelesen, jedoch hat ihn das am meisten angesprochen. Vielleicht, weil es viel mit dem Tod beinhaltet und mit der Soul Society oder so. Auf jeden Fall wurde er am meisten vom Bleach angesprochen. Der reine Gedanke, dass er weitere Bänder von Bleach lesen kann, gab ihm zum ersten Mal, seitdem er im Krankenhaus ist, wieder die Lust auf den nächsten Tag. Er hat geschrieben, dass Bleach sein Leben verändert hat und dadurch hat er wieder Lebenswillen gegriffen und auch irgendwie einen Sinn weiterzuleben. Der Junge hat diesen Brief seinen Verwandten gegeben, damit diese es zu Kubo schicken, nachdem der Junge gestorben ist. Kubo-Sensei, ich habe noch eine letzte Bitte an dich. Bitte zeichne Bleach genauso weiter, wie du es auch wollen würdest. Das ist genau das, was ich lesen möchte. Kubo hat daraufhin seine Fans gefragt, ob diese ihm beim Aufspüren der Verwandten helfen könnten, auch wenn es eine recht blöde und schwierige Bitte ist. Kubo hat daraufhin geschrieben,
Ich möchte ihm meinen Dank ausrichten, weil er nicht in der Lage ist, diesen Danke-Manga zu lesen. Eine wirklich krasse Geschichte, was Kubo da auf Twitter veröffentlicht hat. Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare und fahren wir jetzt mit etwas vielleicht positiveren fort. Dragon Ball Super bekommt eine neue Arc und Goku stirbt. Vielleicht. In der neuen Arc wird Hit von jemandem wahrscheinlich Neuen beauftragt, Goku zu töten. Hit ist ja schließlich ein Auftragsmörder und von daher ist ihm wahrscheinlich das Ziel auch scheißegal. Dass es nicht ganz billig sein wird, ist klar. Das Ziel ist ja schließlich Son Goku. Aber wer von Universum 6 würde Goku gerne tot sehen? Das kann ja eigentlich nur jemand sein, der auch im Turnier dabei war. Frost ist der gemeinste von den Teilnehmern und ihm würde man das von den Teilnehmern wohl am wahrscheinlichsten zumuten. Aber ich denke, dass Frost keinen Grund hat, Goku zu vernichten bzw. Hit auf Goku anzusetzen, sondern würde Frost eher mehr auf Vegeta gehen, denn Vegeta hat ihn ja schließlich geschlagen. Der einzige, der wirklich dabei war und ein Grund hätte, ist Champa oder halt noch Vados. Champa ist ja nicht sonderlich fair und ohne Goku im nächsten Turnier wäre Universum 7 viel schlechter aufgestellt. Aber wieso geht Champa denn nicht einfach selber und tötet ihn? Das ist eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Nicht nur, dass Beerus das nicht gerne sehen würde, sondern würde auch Zeno das nicht gutheißen, so unfair zu spielen. Dazu ist Champa dieser Eiernacken eigentlich recht faul. Also, Champa ist auf jeden Fall ein passender Auftragsgeber. Jedoch ist die Rede davon, dass der Auftrag von einem nicht bekannten Charakter kommen wird. Ob da wirklich ein neuer Charakter kommt, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Vielleicht wollen sie wieder ein paar neue Charaktere einführen, damit man nicht die ganze Zeit mit denselben zu tun hat. Am 18. Dezember kommt die Folge und wir können alle darauf gespannt sein. Ist Goku mittlerweile stärker als Hit? Im Turnier hätte Hit Goku ja töten können, musste sich aber wegen des Turniers zurückhalten. Seitdem hat Goku zwar wieder viel trainiert, jedoch war wahrscheinlich auch Hit nicht trainingslos, nachdem er weiß, dass es noch weitere so extrem starke Kämpfer gibt. Selbst im Kampf gegen Goku hatte er extrem große Fortschritte gemacht. Und das war halt in kürzester Zeit, ohne sich groß aufs Training gefasst zu machen. Schreibt einfach auch hier, was ihr von der neuen Arc erwartet, eure Vermutungen und so weiter. Einfach alles unten in die Kommentare. So Freunde, wie ihr merkt, ist es bei Anime aktuell kein großes Vorher- und Nachherreden, sondern komme ich hier so schnell es geht einfach auf die Themen. Darum war es das auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nochmal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.